Cha-Cha. Ja, das wäre es wieder mal für heute. Ich muss mich von euch verabschieden. Ja, es tut mir leid, aber ich muss auch mal eine Runde Schlaf einlegen. Falls ihr noch nicht genug habt, dann könnt ihr ja zu Hause in eurem Bettchen noch ein bisschen weiter gucken. Das empfiehlt euch aus angenehmster eigener Erfahrung. Euer Silvio. Ciao. Ist immer noch spitze, wie du den Laden schmeißt, Silvio. Ferdinand Stock, richtig. Was machst du in München? Ja, ich bin mal nach München gekommen, weil ich gedacht habe. Deine naja, Stimme. Ich könnte mal eine Weile bei meinem Onkel unterkriechen. Mhm. Der hat hier einen Antiquitätenladen, ein stinkreicher Typ. Mit einer riesigen Wohnung. Naja, damit ist auch Essig. Er steht wohl nicht auf seinen berühmten Neffen, was? Der alte Knacker ist den Sommer über auf Ischia, sein Rheuma auskurieren. Hab ich von Nachbarn. Weißt du, was ich bräuchte? Wär wieder mal ein Hit. Eine neue Platte rausbringen. Dann würden die schon sehen. Sag mal, siehst du bei dir da keine Chance mit deinen Verbindungen? Okay, wenn du mir 20.000 hinblätterst, schreibe ich dir eine Nummer und produziere sie dir auch. Witzbold, 20.000. Wenn ich den verkalkten Sillhofer dazu kriegen könnte, die auszuspucken. Aber eher vermacht er sein Geld der Heilsarmee. Dabei bin ich sein letzter Verwandter. Sillhofer, ist das dein Onkel? Ah, Sebastian Sillhofer. Wieso, kennst du den? Na, ihn nicht, aber seinen Laden. Da steht gut eine halbe Million an alten englischen Möbeln rum. Und der ist den Sommer über in Ischia und badet sein Rheuma aus, sagst du? Ja, hab ich dir doch erzählt. Aha. Was ist mit dem Laden in der Zwischenzeit? Ja, was soll mit dem sein? Der ist zu. Bist du sicher? Na ja, ich hab doch davor gestanden. Ach du liebe Zeit. Was ist denn schon wieder mit dir los? Ich hab auf dich gewartet. Ich dachte, dass du dir's doch noch überlegt hast. Ach, lass uns noch mal über alles reden, hm? Das war doch so schön. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich... Aber sicher kannst du ohne mich, Bibelein. Hör zu, gehst jetzt schön brav nach Hause und vergisst mich, ja? Es war wunderschön mit dir und wir haben wunderschöne Erinnerungen, aber jetzt ist es aus, ja? Also, der Laden ist zu, sagst du. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, wieso interessiert dich eigentlich mein Onkel und der dämliche Laden so? Zwei Spezial. Weil wir jetzt auf der Stelle die Stock Santini Sanierungs GmbH gründen werden. Und der Zweck des Unternehmens? Besteht in der vorweggenommenen Abwicklung deiner Erbschaft. Prost! Sein? Ich hätte gern ein Zimmer. Ja, selbstverständlich. Aber ein bestimmtes. Nummer 1, ist das frei? Ja, schauen wir doch mal nach. Bitte schön. Sagen Sie, ich kenne Sie doch. Ja, ich war vor 14 Tagen schon mal da. Ach, stimmt. Zu zweit.
hallo. Ich hätte gerne eine Flasche Wein. Ja, einen weißen. Und einen roten auch. Hm. Beide, danke. Guten Morgen, Herrn Kommissar. Guten Morgen, Herr Händler. Aber bringen Sie unser Schönes. Zwei Anzeigen. Wer will welche? Na, bevor ich nicht gewiss weiß, was da auf mich zukommt, gar keine. Also erstens ist da eine 20-jährige Apothekenhelferin seit 3 Tagen abgängig, meldet die Vermieterin. Mhm. Und die ist anonym. Da soll es in einem Antiquitätengeschäft nicht mit rechten Dingen zugehen. Na, das ist ja nichts Neues. Wo geht's schon mit rechten Dingen zu? Na, da du dich mit dem alten Plunder so gut auskennst, behältst du am besten die, ne? Da, nix da. Für junge Damen bin immer noch ich zuständig, gell? Außerdem bist doch du verheiratet. Und wie man hört, sehr glücklich. Also komm, tausch mal. Sieh mal, wir hoffen doch, dass der jungen Dame bis jetzt nichts passiert ist. Ja? Und wenn du den Fall übernimmst, gerät sie ja mit Sicherheit in Gefahr. Das ist ja Frechheit. Moment, Frau Händler, bleibst du. Ich brauch Sie als Zeuge. Wie ich Ihnen vor 3 Jahren war, vorübergehend meine erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt habe, sind Sie da eine Sekunde in Gefahr geraten? Leider nicht, Herr Toni. Hm? Wissen Sie, Herr Kommissar, was am verdächtigsten ist, dass sie mir die Miete für den nächsten Monat schon auf den Tisch gelegt hat? Ja, aber das sieht ja ähnlich. Immer reizend, immer zauberhaft und so natürlich und nur gute Manieren. Hm. Bitte, das ist das Zimmer von Fräulein Gisela, Herr Kommissar. Dankeschön. Wie lange wohnt denn Fräulein heute noch schon bei Ihnen? Na, seit 3 Monaten. Seit sie von Osnabrück hergekommen ist. Hm. Darf ich? Ja, bitte, Herr Kommissar. Sie scheint ja gar nichts mitgenommen zu haben. Im Bad ist auch noch alles da. Wo arbeitet denn Fräulein heute noch? In der St. Magnus Apotheke. Das ist gleich nebenan, um die Ecke, in der Siebertstraße. Da sagen Sie auch nur das Beste von ihr. Hat sie Herrenbekanntschaften gehabt? Mitgebracht hat sie keinen, wenn Sie das meinen. Aber zum Tanzen ausgewiesen ist sie letzten Monat Nacht für Nacht. Mhm. Manchmal ist sie erst am Morgen heimgekommen. Dann hat sie sich rasch frisch gemacht und sie ist gleich wieder rüber zur Apotheke. Da steckt doch bestimmt ein Mann dahinter. Ist sie das? Ja, das ist sie. Hübsches Mädchen. Aber Näheres über den dahinter steckenden Mann wissen Sie natürlich nicht. Leider nein, Herr Kommissar, nicht das Geringste. Schau her. Ja, ist das etwa Rauschgift und das in meinem Hause? Also mich trifft das ja wie ein Blitz. Ich schwöre Ihnen, Herr Kommissar, ich finde es grauenvoll. Regen Sie sich nicht auf, das ist ein indonesisches Spezialgewürz. Ho Cheng Pio Kau. Was ist das? Gott. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Ich hätte mich gern bei Ihnen mal ein bisschen umgeschaut. Bitte sehr. Sehen Sie sich nur alles in Ruhe an. Ja, das ist ja das reinste Eldorado für einen Sammler wie für mich. Naja, wir haben prächtige Stücke. Darf ich fragen, was Sie speziell sammeln? Speziell? Alles. Alles, ja, ja. Alles. Wir haben wunderschöne englische Möbel. Ja, ich bin direkt narrisch auf englische Möbel. Da bin ich ganz narrisch. Und Sie verkaufen die tatsächlich zu den Preisen, wie Sie es inseriert haben? Die inserierten Angebote sind absolut reell. Leider müssen wir das Geschäft aus Gesundheitsrücksichten möglichst rasch auflösen. Deshalb unsere ungewöhnlich günstigen Offerten. Okay, sind Sie so leidend, so jung und schon so krank, gell? Ich eigentlich weniger. Ich bin auch nur der Junior-Kompagnon. Der Hauptinhaber ist Herr Sillhofer. Und die Ärzte haben ihm geraten, seine Gicht in Rhodos zu behandeln. Ach so ist es hier. Ich meine, Sie wären krank, nicht? An die Hände. Wegen die Handschuhe. Ja, hab mir gedacht, Sie haben vielleicht einen Ausschlag, Extrem, Fuß, Handpilz oder sowas, nicht? Aber sagen Sie mal, warum tragen Sie denn dann Handschuhe, wenn Sie saubere Hände haben? Mein gesunde. Unter unseren Beständen sind einige sehr empfindliche Stücke, deshalb. Ach so, deshalb, ja, verstehe ich schon. Und der Hauptbesitzer, ist der noch hier oder ist der schon auf Rhodos? Entschuldigen Sie. Aber warum interessiert Sie das so, wo Herr Sillhofer ist? Ich wickle hier in seinem Auftrag die Geschäftsauflösung ab. Ach so, Sie wickeln das, ja. Dürfte ich vielleicht einmal den Schrank von Ihnen anschauen, doch? Aber bitte sehr. Das ist nett, ja.
einmal zu. Hören Sie mich jetzt noch? Ja, warum? Es ist gut, ich Sie auch. Es kommt wahrscheinlich durch die Holzwürmer, gell? Die Bohrlöcher, da können wir uns gut verständigen. Grüß Gott, Herr Santini. Ich will jetzt meine Ruhe. Tut mir leid, wenn ich Sie störe, Herr Schatz. Sind Sie immer noch nicht von Ihren Wahnvorstellungen geheilt? Tut mir leid, ich handle immer noch nicht mit Rauschgift. Ja, das wär's dann wohl. Ciao. Kennen Sie dieses Mädchen? Gilly. Freundin von Ihnen? Na, sie hat versucht, sich an mich zu hängen. Passiert mir öfter. Und was weiter? Waren Sie länger mit ihr liiert oder sind Sie es vielleicht noch? Sie möchte keine Grapefruit zum Frühstück, wenn Ihnen das genügt. Santini, Fräulein Holtenau ist seit 3 Tagen spurlos verschwunden. Wieso kommt sie da ausgerechnet zu mir? Der Nase nach. Immer auf der Suche nach ihrem indonesischen Spezialgewürz, gefunden in Fräulein Holtenaus Schallplatte. Mit der Masche verkaufe ich 3-mal so viel Schallplatten wie früher. Indonesisch ist nämlich unheimlich in. Also so rund werden sie bei mir nie. Das muss an die Hände liegen. So. Aber da siehst du es wieder einmal, Fröschel. Wenn so ein Stück Möbel alt wird, dann ist gleich eine kostbare Antiquität. Aber wenn uns einer alt wird, dann ist man ein wertloser alter Depp. Aber das sage ich dir. Von diesem Bürscher lassen wir uns zwei nicht aufs Kreuz legen. Was? Wir uns? Herr Weininger, haben Sie jetzt uns gesagt? Nichts habe ich gesagt. Die Hauptsache ist, wenn meine Kartoffelknödel nicht verkochen, alles andere ist mir momentan wurscht. Ich hab den Sträuch im Laden fotografiert. So? Aus dem Schrank raus, damit es nicht spannt. Ja? Schauen Sie einmal das Foto an, Herr Weininger. Vielleicht kennen Sie ihn zufällig von früher her. Tja, wenn der keinen Bart hätte, würde ich sagen, der schaut aus wie der Schlagersänger, der, wie heißt das gleich, der, na, der Ferdinand Stock. Ich kann Sie natürlich nicht daran hindern, Herr Holtenau. Wenn Sie mit Ihrer Frau nach München kommen wollen, steht es Ihnen natürlich frei, aber helfen können Sie uns jedoch auch nicht. Wie bitte? Ja, selbstverständlich. Wir werden alles Menschenmögliche tun, um Ihre Tochter Gisela wiederzufinden. Dankeschön. Ja, selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden. Nein, 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 ich lasse wieder von mir. Ja, Wiedersehen, Herr Holtenau. Ist das was Besonderes? Ja, der Fall Gisela Holtenau. Das war der Vater. Ah, ja, ja. Die Eltern haben vor einer Stunde einen Brief von ihrer Tochter bekommen. Sie beabsichtige, aus dem Leben zu gehen. Aber kein Anhaltspunkt, warum, wie oder wo. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo war denn der Brief aufgegeben? Ja, das Dumme ist, der Stempel auf dem Umschlag ist unleserlich. Ich habe einen Felix nach Osnabrück schicken lassen. Die Kollegen sollen sich mal labortechnisch damit auseinandersetzen. Vielleicht ist irgendwas zu entziffern. Na, was wollen Sie jetzt machen? Allgemeine Fahndung auslösen? Ich gebe zu bedenken, Herr Kriminaldirektor, dass das eine zweischneidige Sache ist. Sie wissen es ja selbst, wir haben es doch nicht nur einmal erlebt, dass ein Selbstmordkandidat, der sich mit der Fahndung konfrontiert sieht, in Panik gerät, sich in die Enge getrieben fühlt und dann schließlich das ausführt, wovor man ihn bewahren wollte und wovor er bis dahin zurückgeschreckt ist. Genau. Weiß dieser Silvio nicht vielleicht doch noch mehr, als er Ihnen gesagt hat? Ich glaube nicht, aber versuchen kann ich es ja mal. Was mag in so einem jungen Menschenkind vorgehen, in einer solchen Situation? Wo sucht es Trost, Rettung, Hilfe? Woran mag es sich klammern in seiner Verzweiflung, in seiner Einsamkeit? Worüber lächeln Sie? Ach, ich musste gerade an den Unterprimaner Kettwig denken, was der angestellt hat, als ihm die erste große Liebe den Laufpass gab. Und, was hat er angestellt? Verzweifelt versuchte er, das verlorene Glück der ersten Liebe wieder zu beschwören, dort, wo er mit ihr am glücklichsten war. In der Jugendherberge. Moment. Wo die Gilly mit mir am glücklichsten war. Mann, oh Mann. Ihnen fallen vielleicht Sachen ein. Tanderadei, Tanderadei. Aber um Ihre Frage trotzdem zu beantworten, ich bin überall gleich gut. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Verzeihung. Bitte, bitte. Haben Sie irgendwann mit Fräulein Holtenau Ausflüge unternommen oder Urlaub gemacht? Ausflüge, Urlaub. Ja, schon möglich, schon möglich. Wozu lässt man sich nicht alles hinreißen? Mhm. Wo sind Sie mit ihr hingefahren und wann? Ach, bitte, bitte, wenn Sie das so wichtig finden. Ich kann ja mal in meinen
Memoiren nachschlagen. Ja, das wäre entzückend. 2. 3. August mit Gilly Lindenfels. 16. 17. Schönbach. 23. 24. Bergisch Au. Ende der Durchsage, na? Bin ich nicht unheimlich kooperativ? Ja, fantastisch. Fallen Ihnen zufällig noch die Namen der Hotels ein? Namen? Oh. Aber ich kann Ihnen versichern, es waren immer die Besten. Na, da bin ich beruhigt. Guten Tag. Oh, danke, danke, ich bin da raus. So bekloppt möchte ich auch mal sein. Wenn er hinter dieser dummen Ziege her ist, ziehen wir unter seinen Augen eine riesige Show ab. Was zieht ihr für eine Show? Ach, nichts, nichts, Baby. Aber sag mir doch mal, wo wir zwei am glücklichsten sind. Ja? Grüß Gott. Guten Tag, Moment. Womit kann ich dienen? Ja, das weiß ich eigentlich selber noch nicht, aber wir kommen schon noch drauf. Jedenfalls freut es mich, dass ich Sie einmal persönlich kennenlerne. Sie haben von mir noch nichts gehört, gell? Nein, leider. Ja, mein Name ist Weininger. Was? Ja. Ich bin ein alter Späßl vom Silhofer Wastel, gell? Angenehm. Ich weiß allerdings nicht recht. Sie sind gewiss dem Silhofer sein Neffe, gell? Der berühmte Schlagersänger, Ferdi Stock. Ne? Danke für das Kompliment. Und so ein vielbeschäftigter Künstler opfert seine Freizeit und geht seinem rheumatischen Onkel an die Hand. Ja, also das finde ich gefundig. Ja, ja. Der arme Onkel mit seinem Rheuma. Ich sehe ihn direkt vor mir, wie er leidet. Ja, und das hört nie auf. Außer beim Schaufklopfen. Ja. Da vergisst das ab und zu. Da ist er her. Da ist er ja endlich. Wer? Wer ist da? Der Spediteur mit meinen Möbeln. Ja, hat Ihnen denn Ihr Onkel nichts davon gesagt? Dass er meine Möbel in Kommission nimmt? Ja. Weil ich mich doch vollkommen einrichte, gell? Jetzt ein Räder. Und gibt's Obacht, das ist mein wertvollstes Stück. Ja. Der ist schwerer als die Polizei erlaubt. So. So ist es. Ja, und schieb's ruhig ein bisschen vor die Tür. Okay. So, ja. Los, Herr. Stock hat seine Blutzeit. So, Herr Stock, das hält man. Falls er nicht. Schaut, gell, dass man von draußen die schönen englischen Möbel nicht mehr sieht. Warum sind Sie denn so schweigsam? Das ist alles irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Schnaps. Ich gehe mal schnell eine Flasche hoch. Nein, da bleiben wir. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Jetzt rufen wir Ihren Onkel an. Denn wenn in seinem Laden was faul ist, dann ist doch einzig und allein er zuständig. Meines nicht. Sie haben doch seine Urlaubsadresse, oder? Nein, die habe ich leider nicht. Die habe ich wohl verloren. Ach so? Na, so ein Pech. Ja, dann rufen Sie doch Ihren Komplizen an. Denn dass Sie allein auf die Idee kommen sind, das glaubst du doch selber nicht. Da hören Sie schlecht. Ihren Hintermann soll Sie anrufen. Herkommen soll er. Und zwar sofort. Und sagen Sie ihm ja nicht mehr, als was ich Ihnen jetzt vorsage. Verstanden? Genau. Mal ein Heutenau. Na, sehr entzückend.
Ich bin zwar kein Friseur, aber Ihnen würde ich gerne mal den Kopf waschen. Ah. Ja, warum reden Sie denn nichts? Glauben Sie nicht, dass es für Sie besser wäre, wenn Sie Ihr Gewissen erleichtern und mir alles erzählen? Hm? Ich sage auch nichts weiter. Und die Schränke haben ja bekanntlich keine Ohren. Was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie beteiligt werden? Beteiligt? Ja, glauben Sie, dass Ihr Anstifter, ich hoffe, dass er bald da ist, glauben Sie im Ernst, dass der Sie beteiligt? Aber das hat er mir doch versprochen. So. Er will davon eine Platte für mich produzieren. Ach. Ich bin momentan weg vom Fenster. Ich brauche unbedingt einen neuen Hit für mein Comeback. Verstehen Sie? Aha. Und da sind Sie auf den Einfall gekommen, dass Sie Ihrem Onkel seine Möbel verschachern, um sich das nötige Kapital zu verschaffen. Ja. Ja, sagen Sie mal, von wem war denn eigentlich diese Schnapsidee? Von ihm. Ach so, von ihm. Ja, das ist ja eigentlich schon eine Art von Geständnis, Herr Stuck. Jetzt sagen Sie mir nur noch, wie viel Sie von dem Zeug schon verkauft haben in der vergangenen Woche. Für 80.000 etwa. Nicht schlecht für einen Schlagersänger. Natascha Hertha Silvio Santini. Ja, da wird der Kettwig erfreut haben. Aber geh. Sag mal, hast du einen Dachschaden? Deswegen lässt du mich hierher kommen? Nein, nein, nicht deswegen. Sondern weil er die Geschichte nicht allein ausbaden möchte. Den Einbruch, den Diebstahl, die Unterschlagung. Kurz die 2 bis 3 Jahre, die dabei rausschauen. Moment mal, ich. Reden Sie nicht, Herr Santini. Wir wissen schon alles. Ihr Spezi hat nämlich schon gesungen. Ja, was man ja einem Sänger nicht verübeln kann. Gell, Frösel? Nein. Aber Ehre, die Herren. Sie gestatten doch. Ich hab zwei nette Armreife mitgebracht. Ja. So, bitte. Sehr schön, Herr Froschel. Herr Direktor. Allerdings scheint mir, Sie sparen in Ihrem Bericht einen gewissen Punkt sehr kunstvoll aus, nein? Ich? Wie haben Sie denn die beiden nun letztendlich wirklich zur Strecke gebracht? Die zwei? Ja. Ja, weil, Dings... Ja, ja, ich kann's mir schon denken. Ich sage nur ein Wort. Wanninger, nicht wahr? Ah, ich komme, Herr Direktor. Da haben wir die ungleichen Brüder ja wieder mal beieinander. Mhm. Haben Sie auch etwas Erfreuliches zu melden? Ja, ich habe den Fall Gisela heute noch erfolgreich abgeschlossen. Ich habe sie wiedergefunden. Na, dann können wir also den Urheber der beiden Fälle, Herrn Silvio Santini, polizeilicherseits zu den Akten legen. Ja. Ohne Ihre Verdienste, Herr Fröschel, oder die Ihres Lehrmeisters schmälern zu wollen, möchte ich doch meinen, dass das Ihr Fall war, Herr Kettwig. Ja. Ich gratuliere. Danke vielmals. Herr Kollege, gratuliere. Dankeschön. Oder um es schlicht noch anders zu formulieren. Was sind die unsterblichen Methoden gegenüber einem sterblichen Menschen, meine Herren?